Michael, Augsburg, dein Kapitän hat diese Mannschaft heute als Favorit gesehen. Wie hast du es gesehen, das Spiel und das Ergebnis? Ja, Augsburg, eine der besten Rückrundenmannschaften bisher. Die haben schon ein hohes Selbstverständnis auch in dem Spiel. Die haben viele Aktionen, die nach Muster ablaufen, die ziehen sie durch über das komplette Spiel hinweg. Deshalb war es schon auch so, dass wir einen riesen Respekt hatten vor denen. Wir aber auch selbst wissen, was wir können. Wir haben jetzt in der Rückrunde noch nicht so viele Punkte geholt. Es ist teilweise unglücklich gelaufen. Deshalb auch das Spiel jetzt mit dem Ergebnis völlig in Ordnung. Also der erste Punktgewinn an einem Spiel, wo wir selbst die Chance haben, in Führung zu gehen, das nicht machen, so ein paar Unzulänglichkeiten haben und dann einfach kurz vor Ende dann nochmal so ein paar Aktionen haben, die wir verteidigen müssen. Sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt bei den Lattentreffer dann, aber insgesamt würde ich sagen, es war verdientes Unentschieden mit Chancen auf beiden Seiten dann das Spiel zu entscheiden. Mit der Leistung deiner Spieler zufrieden? Sehr zufrieden, weil sie einfach im Moment auch so ein bisschen Leidensfähigkeit zeigen müssen, weil wir Spiele wie gegen Hoffenheim, wie gegen Mainz eigentlich sehr positiv gestalten und dann durch individuelle Unzulänglichkeiten dann verlieren. Sei es jetzt gegen Mainz, sei es gegen Hoffenheim, sei es auch heute bei dem ersten Tor, selbst bei dem zweiten finde ich, dass er jetzt nicht unbedingt reingehen darf von der Position aus der Freistoß. Deshalb, ja, alles gut. Mit der Tabellensituation seid ihr wahrscheinlich nicht zufrieden, habt ihr euch mehr vorgenommen, habe ich mitbekommen. Ja, wie siehst du den Stand, die Situation jetzt mittlerweile insgesamt? Ja, insgesamt muss man schon sagen, wir müssen uns schon strecken, auch was jetzt die Konkurrenzfähigkeit mit anderen Vereinen auf dem Niveau dann betrifft. FC Augsburg ist ein Bundesligist, die übernachten hier, die kommen mit dem großen Bus an. Das sind schon jetzt auch zwischenzeitlich Welten dann zu uns. Wir machen als KSC das Beste aus unseren Möglichkeiten, würde ich sagen. Die Mannschaft hat mehr drin, die hat mehr in sich, ganz klar. Die haben so ein bisschen das Problem, dass sie zu weich sind im Zweikampf. Das sind die Dinge, an denen wir arbeiten. Von daher, wenn man jetzt die Rückrunde so, oder die Hinrunde eigentlich auch so ein bisschen nochmal Revue passieren lässt, dann waren einfach zu viele Spiele, die auf Messerschneide waren, die wir dann hergegeben haben. Und deshalb sind wir auch unzufrieden. Das Gefühl hat man dann einfach, dass man sagt, heute war mehr drin. Dann kommt am Ende nichts bei rum und in der Summe ist man dann einfach unzufrieden. Ja, wie geht es jetzt für euch weiter mittelfristig und auch jetzt beim Derby gegen den VfB? Kannst du ein paar Worte zu dem Kracher sagen? Ja, der VfB hat jetzt am Freitag 5-0 gegen FC Heidenheim verloren. Muss ich mir jetzt anschauen. Ich finde, die Mannschaft ist richtig gut. Die haben sehr gute Einzelspieler dann drin. Haben vielleicht ein ähnliches Problem wie wir, dass sie, wenn es wirklich hart zur Sache geht, wenn der Platz nicht so fein ist, wenn die Rahmenbedingungen einfach nicht optimal sind, dass sie da dann ein bisschen federn lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch in den letzten Wochen so war. Die haben auch nicht viele Punkte in der Rückrunde geholt. Es wird ein Derby, da werden dann Kleinigkeiten entscheiden. Ich hoffe, dass die Jungs es so angehen wie auch in der Hinrunde und dann wird alles drin sein. Michael, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Sehr gerne. Dankeschön.